Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Es geht los. Hallo Fans, hier ist Popa. Wir machen gerade einen Familienwochenendurlaub an der Mosel und machen jetzt einen kleinen Ausflug zu der längsten Hängebrücke Deutschlands. Und da dachte ich, ich will all meine Fans mitnehmen. Gemeinsam können wir dann von der Brücke hinunterschauen ins Tal. So, los geht's. Ich bin auch dabei. Ich gehe nicht auf die Hängebrücke, weil die so wackelt. Ich würde ja rübergehen. Ich habe ja nichts gegen Wackeln. Mal sehen, ob ich überhaupt dahin komme. 1,2 Kilometer. Der Weg ist schön. Wind pfeift so schön um unsere Ohren, nicht die Windräder. Meine Haare. Da pfeift der Wind so schön durch den. Wo sind wir hier? Im Ressort? Nee, im Hunsrück sind wir. Um uns herum nur die schönen Windräder. Die schöne Natur. Ja. Das Wandern, dann ist das Müll, das Lust, das Wandern. Der Müll, das Geist. Pause. Erste Pause hier über den Höhen des Hunsrücks. Ja. Schön, ne? Guck mal, das Ganze ist die Windräder. Weiter geht's. Ja, Pausenbank Nummer 2. Ah. Ja, so lange können wir nicht sitzen bleiben, dann schaffen wir das nicht. Wir haben noch 1 Kilometer vor uns. Ja, wir kommen jetzt in so eine Waldschlucht. Ich nehme an, dahinter werden wir das Bauwerk sehen. Wir haben unser Ziel erreicht. Guck mal da. So, wir machen jetzt die letzte Pause und dann geht's ab auf die Brücke. Der Moment der Wahrheit ist gekommen, es geht los. Die ersten Schritte. Ziemlich wackelig angelehnt. Das schaukelt wie. Ne?